Ich meine, wenn wir ein bisschen das Zeug ein bisschen schöner machen wollen, müssen wir uns alle auch ein bisschen mehr anstrengen. Das ist klar, gell? Es wird schon ein bisschen nervös hier drin, aber das wollen wir ja. Entweder will er es annehmen oder er sagt, dann können wir wieder nach Hause gehen jetzt gleich. Shitcom. Halt super fettig, ja. Also es ist auch immer durchkocht, die Nudeln sind halt durchkocht. Also mir persönlich schmeckt es hier nicht so gut. Man sollte besser weniger, aber besser. Wenn man Jahre damit verbracht hat, fünfmal mittags hier zu essen, dann mag man kein Kantinenessen mehr essen. Mahlzeit! Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich wahr ist, dass das Essen hier so schlecht ist. Aber bevor man natürlich hier irgendwie ein Urteil abgibt, muss man es selber ausprobieren. Ne? Wir probieren es und dann kommt die Stunde der Wahrheit, wie der Film wird. Ich hätte gerne einen Toast dabei und eine Tagessuppe, bitte. Für mich eine Currywurst, bitte. Zieht's da alles zusammen. Da sind schon Leute wegen leichter Körperverletzung vor Gericht gekommen. Ne? Das ist nicht gewürzt. Darf ich auch mal? Ja, der schmeckt aber für den Arsch. Also, der schmeckt echt für den Arsch. Das ist so ganz komisches Fleisch. Das ist so, fast als wäre es so ein Pressfleisch, ohne Struktur irgendwie, gell? So ein Pressdöner. Ist das gar nicht durch, oder was? Es sieht schon noch ein bisschen roh aus, oder? Es glänzt. Man kann es essen, aber das ist halt also jetzt in der Mitte, so ja. Ein ganz komisches Fleisch. Tun die Leute schon ein bisschen leid, wenn der jeden Tag hier rein muss? Wollte ich auch gerade sagen. Diese Leute sehen auch nicht so glücklich aus hier um uns rum. Sich heute auch die Nudeln angucken, sind glänzen wie Speckschwarz. Aber irgendwo muss man ja in der Mittagspause hingehen. Also bis jetzt habe ich alles überlebt. Jungs, wie machen wir's? Morgen früh. Gehen wir hier rein. Verabreden wir uns mal mit dem Verantwortlichen. Ich würde sagen, wir machen ihm die Hölle heiß. Guten Morgen. Morgen. Ich glaube, das wird jetzt witzig. Damit kommen Sie hier nicht rein. Aber das brauchen wir, weil wir sind Köche. Wir wollen ein bisschen in der Kantine so ein bisschen mitkochen. Ja, aber damit kommen Sie hier eine nicht Sondergenehmigung. Rein. Kann man da jemanden anrufen? Ja, Moment. Das ist total nett. Das, was ihr in der Tasche habt, schon mal hier auspacken. Ich habe schon alles ausgepackt. Ich pack nicht mehr weiter aus. Man merkt schon, wir sind im Gericht. Wir sollen auspacken. Nimm mal bitte ein ganz kleines bisschen an. Ach, ganz kleines bisschen. Schließen Sie die Augen. Freuen Sie sich vor. Entspannen Sie sich. Das Problem ist, ich bin kein Mann. Man wird Sie jetzt hier abtasten. Sie dürfen mich gerne abtasten. Gehen nur noch an den gar nicht dagegen. Ja? Und zu warten. Okay, gut. Darf ich mich wieder zusammenpacken? Ja, da ist er. Guten Morgen. Grüß Gott. Meffert. Mario Kotaska, hallo. Ralf Zache. Meffert. Hallo. Wir sind der Meinung, Sie brauchen ein bisschen Hilfe. So ein bisschen Liebe und ein bisschen frischen Wind würden wir gerne in Ihre Kantine bringen. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Wind, frischen Wind. Warum nicht? Um 9:30 schon die ganze Soße. Ja, um 9:30 die kackt ab. Ja, die ist eh schon total hin. Guck mal, die sieht auch nicht so rot aus eigentlich, wie ich mir das... Aber es sieht fast so aus wie eine Original-Bolo. Kennst du die? Mit Hühnchenleber gebunden. Das ist der Bolognese rückwärts, ja. So sieht's aus. Ja. Es ist auch so, man kann ja nicht alles bis am Schluss warten. Wir müssen ja vorproduzieren, wir müssen ja hinstellen. Wir können das ja nicht alles, logisch. Wenn das verlangt logisch. Wird, ne? Dann können wir aber das ich nicht sag hinstellen. Mal, ne? Das ist mir schon klar. Ganz klar. Das muss auch dann zack, zack gehen. Und um 9:30 die Soßen haben, vielleicht ein bisschen früh. Die Bolo, von wann ist die? Die ist Freitag gekocht worden. Wird immer vorgekocht, was? Dann wird das abgefüllt. Und was passiert mit der Bolognese, die dann übrig ist? Wird die dann am nächsten Tag nochmal aufgewärmt? Weil man so wie aussieht, sieht die schon. Meistens geht die weg. Die hat schon ein paar Runden hinter sich. Ist das das Lager fürs alte Fett? Oder ja, soll er mal ist das die Pommes für heute, die Fette? Wie spät haben wir denn jetzt? Hast du eine Uhr schon? Halb zehn. Könnte mal jemand die Fritteuse sauber machen, bitte, Herr Meffert?
Können Sie da mal jemanden beauftragen? Nein, das werde ich jetzt nicht machen. Fett wechseln, haben Sie mal dran gerochen? Ja, die ist hin. Also ich bin ja kein Pommes-Fetischist, aber... Ich weiß auch, dass Pommes aus altem Fett immer besser schmecken als aus frischem Fett. Nee, Moment, das ist spezielles Fett. Das ist, irgendwann ist das gewechselt worden. Ah, das müssen Sie aufschreiben, ne? Ja. Das müssen Sie aufschreiben. Ja. Können Sie mal gucken, wann das letzte Mal irgendwas in dem... What's this? Keine Ahnung. Du hast es probiert, ne? Das Öl, oder? Das ist altes, ranzliges, komisches Öl. Ja, müssen wir den auch noch rausholen. Der ist im Büro. Also aus der Fritteuse, aus der Fritte kommen heute keine Pommes, oder? Ja, doch. Ja? Doch, das Fett ist in Ordnung. Das ist frisch gewechselt worden. Frisch gewechselt? Also, Freitag, ne? Wann war das denn hier? Freitag oder Donnerstag? Das war... Eine Woche. Also lassen wir es ab. Eine Woche und Sie verkaufen jeden Tag Pommes damit. Also mir tut der Grünkohl richtig leid gerade. Egal welch Blattgemüse, Mangold, Spinat, gibt es eine Methode, die man immer machen muss. Immer blanchieren. Immer blanchieren mit Salzwasser. Mhm. Ja, das wurde hier aber nicht gemacht. Nein, nein. Vor allem wenn man tiefgekühlte Sachen hat und die direkt reinschmeißt auf Hitze. Die sind im Arsch. Das glaube ich nicht so ganz. Doch, ist aber so. Nein, das ist nicht so. Aber hundertprozentig ist es so. Der ist kaputt. Wenn mir den mein Lehrling servieren würde, ich würde seinen Kopf reinhalten und ich würde ihn alles essen lassen. Und wenn in der Kochschule, wenn ich sowas meinem Lehrer oder meinem Meister gegeben hätte, der hat genau das Gleiche gemacht mit mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne leer essen, den Topf. Shitcorn. Weiß nicht, wie offen der ist. Also macht sich schon ein bisschen so eine Spannung jetzt langsam breit. Ich habe ihn jetzt schon zweimal irgendwie wegen dem Grünkohl nicht zur Sau gemacht, aber fast. Und es wird schon ein bisschen nervös hier drin, aber das wollen wir ja. Zähne. So, jetzt noch? Dann haben wir soweit. Mir ist aufgefallen, dass die Currysoße ja könnte ein bisschen mehr Power vertragen. Ja, können wir ja machen. Also es gibt zum Beispiel gerade in diesem amerikanischen Kochbereich Currysoße gibt es ein paar so Tricks, wie man sich zum Beispiel nimmt eine Cola, kaufen sich eine billige Cola, eine 2-Liter Flasche, reduzieren die runter auf ein Viertel, dann haben sie so einen richtig schönen, wie Molasse, also so richtig schöne, schleimigen Grund. Zucker, ja, bisschen Worcestersoße oder Worcestersoße, bisschen Orangensaft, bisschen Zitronensaft, ein bisschen Koriandersamen, Ketchup, Curry, fertig, es wird besser schmecken. Und das kommt mit an die Currysoße? Und das kommt in Ihren Curryketchup. Ja, also die amerikanische Gewürzkultur. Ja, können wir ja mal, wir können eine Cola holen. Ja, das wäre doch super. Ja. Das hier ist nicht irgendwie Ketchup mit Currypulver. Wie er es annimmt, ich glaube, das muss er erst noch kapieren, dass wir nicht hier sind, um ihm die Bude aufzumischen, sondern dass wir halt hier sind, um ihm zu sagen, hey, pass auf, das ist halt besser, so wie wir es machen, glaubst du uns? Und? Reduzierte Cola ist der Trick in der amerikanischen Küche. Wenn Sie Barbecue-Spare-Ribs machen, ist ja bestimmt im Sommer, oder? Weniger. Zitrone, weil Säure gibt ja auch Geschmäcker. Schon viel mehr Tiefe. Beißt schon ein bisschen mehr. Aber nicht zu sehr. Nee, weil das mögen die Leute auch nicht, wenn es zu stark ist. Auf jeden Fall anders. Ja. Also mir schmeckt sie. Ja, okay. Ist tiefer irgendwie, gell? Ach so. Doofes Dreckstück. Ja. Super, oder? Klasse. Was auch ganz wichtig ist, ihr macht viel zu wenig Currypulver auf die Currywurst.
Ein Curry muss dir den Mund schon fast stauben, wenn du reinbeißt. Also ohne Scheiß. Also ich komme aus Berlin und Berliner machen, es gibt zwar ein paar Hamburger, die behaupten, dass sie die beste Currywurst machen, aber eigentlich machen es die Berliner. Ich würde mir auch immer noch so mal so ein Grepp hinlegen, weil bevor sie dann später auf den Teller kommen, einfach noch mal kurz abtupfen. Ja, haben wir hier dann, dann ist das Öl nämlich auch weg. Nein, die schauen doch schon ganz anders aus wie diese blassen Dinger, die wir vorher rausgegeben haben, oder? Und vor allen Dingen, die kannst du nämlich jetzt noch nicht mehr in die Hand nehmen, weil es einfach richtig heiß ist. Richtig frisch. Schön. Farbe mal ein bisschen, ne? In dem schönen Bau hier. Sehr schön. So, auf in einen neuen Tag. Wir machen jetzt so einen leichten Karamell. Ja. Durch das Karamellisieren verliert der Zucker seine Süßkraft, auf der anderen Seite die Karamelltöne. Ja. Löschen es einfach mit dem Schattenmorellenfond ab und ziehen es dann leicht mit Stärke ab, dass wir einfach so ein richtig schönes Ragout haben. Das machen wir unten rein, dann getränkten Biscuit, oben drauf die Creme. Und schön klar soll er sein, weil dann ist er nämlich durchkaramellisiert. Ja. Wenn es jetzt so ist, dann kann man es nämlich wunderbar ablöschen. Mhm. Ein bisschen Rosmarin dazu, lass den Rosmarin noch drin ziehen. Ja. Dann geben wir die Schattenmorellen dazu und dann haben wir das schon fertig. Rosmarin ist toll. Toll. Mhm. Ja. Okay, also ich breche hier eine Löffelbiscuit zusammen und dann kannst du weiter den Quark machen. Ja. Und dann die Mascarpone-Creme machen wir aber, die machst du und ich stehe neben dran. Okay, klar. Kommt der große Augenblick, wir probieren. Ja. Ich würde sagen, perfekt. Ist saulecker, oder? Mhm. Dazu dann noch die Schattenmorellen und das getränkte Dings. Mhm. Klasse. Perfekt, das, was er gemacht hat. Das ist perfekt. Das haben wir gemacht. Da kann man süchtig von werden. Darf ich dann auch mal probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist nicht lecker. Das ist das Laster, mein Mann. Ein Tablett für mich, ja. Vorsicht. Wir haben gesagt, wir haben die Pizza und den Toast Hawaii. Mhm. Haben wir jetzt rausgekickt. Gibt Ihnen natürlich die Möglichkeit, das auch mal dann jetzt wieder ins Wochenmenü reinzuschreiben, mal einen Toast Hawaii oder mal eine Pizza. Sodass wir jetzt halt gesagt haben, wir haben jetzt die vier Sachen als Ihre festen angebotenen Standards und auf die kann halt noch mehr Konzentration und Genauigkeit beim Zubereiten gelegt werden jetzt einfach. Mhm. Und mit dieser Reduktion vom Angebot und dafür das Angebot besser machen, ich denke, das ist genau der richtige Weg für hier. Gute Mahlzeit! Einmal ohne. Ja, gut, dass Sie es noch gesagt haben. Schon wesentlich freundlicher, wenn man hier reinkommt. Ne? Ja, das ganze Ambiente ist ein wenig hübscher geworden. Sieht schön aus. Mit den hellen, freundlichen Farben und kräftigen Farben, das finde ich immer ganz schön. Also mir gefällt es besser als vorher. Ja, schmeckt ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen. Es war wenigstens mal eine Carbonara-Soße, sonst ist es eine flüssige Pampe, wo Zwiebeln drin rumschwimmen. Ich bin sehr zufrieden. Also wenn das jeden Tag so schmecken würde, wäre ich begeistert. Alter, Säckel, ey. Da liegt noch Olivenöl. Den machen wir jetzt. Ja, aber das schmeckt doch nicht. Nochmal was gemacht. Ja. Ich würde in Zukunft würde ich die Nudeln immer noch mal in den Locheinsatz geben, weil das Metall, also die werden ja trotzdem warm, aber dann hast du nie das Problem, dass unten die Nudeln so im Öl drin schwimmen, dass die Leute sagen, es ist total bappig, fettig, weil wenn man es, ja, ich weiß, Kostengründen, aber dann ist es einfach nicht ölig, weil dann fließt das Öl unten ab, ist ja immer so ein Zentimeter Platz und dann hat man nie das Problem, weil dann können die richtig sauber abtropfen, verkleben trotzdem nicht.
Ja, genau. Und man hat mit Sicherheit da eine Reklamation verhindert. Jürgen, hast du das auch mitbekommen? Ja, klar. Nicht. So habe ich das gern. Schon aufgeschrieben. Also ich bin sehr zufrieden, weil es nicht gebraten ist, sondern ganz schön gesund. Also besser kann man es sich nicht wünschen. Mal schön am Essen. So vom Aussehen her, mein Ort. Also ich fand es wirklich gut. Jungs, draußen brennt die Bude, den Leuten schmeckt's. Ja? Super. Gerade einen kleinen Rundgang gemacht, die Leute sind total begeistert. Polenta kommt auch Vollgas an. Respekt. Geht runter wie Öl, wie man so schön sagt. Dann. Nicht, dass man nur Negatives, was natürlich auch richtig ist, dass man Negatives gesagt bekommt, sondern auch das Positive muss mal rüberkommen. Ne? Das Argument, dass vielleicht auch der Kunde das vielleicht gar nicht möchte, weil er auch schon so eingefahren ist, das ist im Prinzip auch widerlegt worden. Das haben wir ja heute gesehen, dass viele durchaus bereit sind, Neuerungen hinzunehmen. Die Leute haben erkannt, dass wir ihnen nicht an die Gurgel wollen, sondern dass wir halt wieder nur sie anschieben wollen, um zu sagen, hey, ihr könnt es selber besser machen. Ihr wisst es eigentlich, aber ihr könnt es besser machen. Macht so, wie wir es euch zeigen und dann passt das schon. So. Nach dem Abschluss noch was Schönes zu trinken. Chef, gibt einen aus. Das ist Bier. Genau. Prima. So was haben wir noch einmal. Ja, Mann, wir haben es nicht mehr. Prost. Ja, jawohl. Auf die Wiener Gäste, oder? Und tolle Arbeit. Ja. Auf die gute Arbeit. Ja. Vielen Dank. Also, ich werde euch nicht füllen. Das war jetzt hier in der Friedensanstoße, oder?